Ich begrüße euch endlich mal wieder von draußen zu einem neuen Vlog. Von euch gab es die Frage, warum haben wir in Deutschland, in jedem Bundesland eigentlich ein anderes Schulsystem? Und hey, sehr gute Frage. Darauf gibt es eine ganz knappe Antwort. Das liegt einfach daran, dass jedes Bundesland für sich entscheiden kann, welches Schulsystem es möchte. Das ist nämlich in Deutschland eine Ländersache. Und wenn es 16 Bundesländer gibt und jedes Bundesland sagt, wir machen das so, dann gibt es halt 16 unterschiedliche Schulsysteme. Super. Wenn man jetzt umzieht, dann ist das natürlich eine sehr unbefriedigende Erklärung, weil das passt einem nicht unbedingt in den Kram. Dazu solltet ihr mal wissen. Der Unterschied ist eigentlich relativ gering. Was tatsächlich auffällig ist, ist nicht etwa, dass der Lehrplan anders ist. Der mag vielleicht in der Reihenfolge ein bisschen anders sein oder inhaltlich nicht komplett so wie da, wo ihr herkommt, aber sonst ist das eigentlich nicht so groß. Was auffällig ist, ist, dass die einzige weiterführende Schulart, die es in allen 16 Bundesländern gibt, das Gymnasium ist. Wenn ihr also davor, also wenn ihr umzieht und ihr seid auf einer Schule gewesen, die es jetzt im neuen Bundesland nicht mehr gibt, dann, tja, cool. Und jetzt? Es gibt Bundesländer, da gibt es um die 6 weiterführende Schularten und es gibt Bundesländer, da gibt es 2. Da steht dann natürlich dumm da, wenn ihr von irgendeiner Schule kommt, von irgendeinem Bundesland kommt, in dem es 6 Schularten gibt und in eins zieht, in dem es nur noch 2 gibt. Da gilt, wie eigentlich immer, wenn man sich eine Schule aussucht, gut recherchieren, gut aussuchen und klug entscheiden. Was natürlich nicht immer so einfach ist. Jetzt stellt man sich aber die Frage, toll, okay, bloß weil man 16 Mal sagen darf, wir dürfen Schule selbst machen, wieso macht man es dann 16 Mal unterschiedlich? Auch eine wundervolle Frage. Wenn man sich jetzt eben anguckt, dass die Lehrpläne ja nicht so unterschiedlich sind, ist es ja eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass man es 16 Mal unterschiedlich macht. Stellt sich aber trotzdem die Frage, ja, warum denn? Tja, da gibt es jetzt eine, ich nenne es mal etwas kuriose, vielleicht auch unbefriedigende Antwort, gerade wenn man umziehen muss. Wobei ich es total sinnvoll finde, dass wir 16 unterschiedliche Schulsysteme haben. Ihr habt vielleicht schon mal das Wort Bildungsreform gehört. Ja, da sind wir gerade so schön mittendrin und versuchen eben, Bildung anders zu machen. Das hat, glaube ich, angefangen, als ich eingeschult wurde. Das war 1995. Das ist also jetzt... Alter, das ist ja schon 20 Jahre her. Oh, wow. Krass. Momente, in denen man feststellt, dass man irgendwie doch schon nicht mehr ganz so jung ist. Aber naja, also wie dem auch sei. Da hat es angefangen. Und jetzt hat man bei der Bildungsreform ja das Problem, dass man nicht sagen kann, okay, wir führen jetzt dieses Jahr was ein, jetzt gucken wir mal ein Jahr, wie das läuft. Nee, wie das läuft, beziehungsweise wie es gelaufen ist, sieht man eigentlich erst, wenn die Schüler, die mit dieser Änderung eingeschult werden, wieder aus der Schule raus sind. Und je nachdem dauert es halt mal 10, 12, 13 Jahre. Hey, was man also heute einführt, da sieht man das Ergebnis halt erst in ein paar Jahren. Na toll. Aber dann würde man in ein paar Jahren ja auch nur das Ergebnis von einer Generation Schüler sehen, von einer Klasse, oder beziehungsweise von einer Klassenstufe. Es sind ja meistens mehrere Klassen, die Abschluss machen. Und das ist ja nicht aufschlussreich. Man muss also ein paar Jahre abwarten. Ob also eine Änderung gut ist oder nicht, das sieht man nicht einen Tag, nachdem man sie eingeführt hat. Und das macht diese Sache mit der Bildungsreform so schwierig. Und deshalb geht es auch so unheimlich langsam und schleppend voran. Weil man halt so lange warten muss, bis man ein letztendliches Ergebnis sieht. Ja, 20 Jahre, seit man damit angefangen hat. Und man weiß immer noch nicht, oder vielmehr, jetzt ist es natürlich auch logisch, dass man es immer noch nicht weiß, wie man es eigentlich machen will. Wenn man jetzt aber 16 Bundesländer hat, die alle frei, mehr oder weniger frei entscheiden dürfen, wie sie denn Schule machen, dann hat man halt auch 16 Bundesländer, in denen man alles Mögliche ausprobieren kann. Indem man ganz unterschiedliche Änderungen einführt oder die gleichen Änderungen einführt, sie aber mit anderen kombiniert. Und da ist es viel aufschlussreicher, weil man ja nicht sagen muss, okay, wir haben ein Deutschland. Wir haben nur ein Deutschland, aber ich meine, wir haben bildungstechnisch nur ein Deutschland und jetzt probieren wir was aus. Dann warten wir mal 10 Jahre und sehen, wie sich es entwickelt. Dann müssen wir nochmal 10 Jahre warten, um zu sehen, ob sich diese Entwicklung konstant hält oder ob sie bei der nächsten Generation an Schülern anders ist.
sondern wir können sagen, 16 Bundesländer, wir führen hier das ein, hier das ein, hier das ein, hier führen wir dasselbe ein wie beim ersten, aber kombinieren es mit was anderem und so weiter. Und nach 10 Jahren wissen wir dann nicht nur, wie diese eine Änderung sich ausgewirkt hat, sondern eben auch, wie sich diese 16 Änderungen und Kombinationen ausgewirkt haben. Es ist also viel aufschlussreicher. Natürlich, für einen Schüler, der umziehen muss von einem Bundesland ins andere, ist das total doof. Aber wie gesagt, inhaltlich ist da nicht so ein großer Unterschied. Es ist also meiner Meinung nach super, gerade solange wir uns in der Bildungsreform befinden. Und da befinden wir uns noch eine ganze Weile drin, denn auf dem Hochpunkt sind wir noch lange nicht angekommen. Leider sind die Deutschen aber so ein bisschen, naja, deutsch halt. Wenn wir jetzt was entdecken, was Bundesland Nummer A gemacht hat, was gut funktioniert, dann sagt sich Bundesland B, können wir eigentlich auch machen. Jo, tschüss. Aber anders. Weil wir können das jetzt ja nicht einfach nehmen, das haben ja nicht wir gemacht, das hat ja A gemacht und außerdem kann man da bestimmt noch was verbessern. Und meistens ist die Verbesserung dann nicht gut. Das heißt also, was Bundesland A gemacht hat und Bundesland B übernimmt, ist im Bundesland A vielleicht schon genau richtig, aber Bundesland B bastelt da noch 10 Jahre dran rum, bis es dann zu dem Schluss kommt, so, wir machen es jetzt genauso wie A, aber natürlich erst, nachdem wir jetzt experimentiert haben. Und die zweite typisch deutsche Sache ist, dass man unheimlich langsam vorgeht. Also, okay, wir führen jetzt mal das ein und das ist dann so eine Mini-Änderung, was ganz Primitives, was, naja, mit dem Schulsystem an sich oder vielmehr mit der Verbesserung der Leistung oder eher des Wissens, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es ausdrücken soll, jetzt nicht unbedingt was zu tun hat. Und dann kommt man natürlich auch nicht so wirklich vorwärts, wenn das nur so Pipi-Kram-Dinger sind. Auf der anderen Seite kann man da nicht von jetzt auf gleich sagen, so, wir ändern das jetzt komplett. Das geht halt auch nicht. Ja, und deshalb dauert die Schulreform so lange. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, dass man 16 unterschiedliche Bundesländer hat. Und deshalb, da gründet alles drauf, deshalb wird man es auch so schnell nicht ändern, beziehungsweise gar nicht ändern können. Weil, wenn ich mich nicht täusche, Berlin und Brandenburg zum Beispiel 6 Jahre Grundschule haben. Wenn ich mich auch da nicht täusche, glaube sogar als einzige Bundesländer. Manche Bundesländer 5, 6 Schularten, weiterführende Schularten haben, andere nur 2. Und da kann man eben nicht mal von einem Jahr aufs andere sagen, so, ab heute ist alles anders, wir machen das jetzt einheitlich so. Wenn es tatsächlich irgendwann mal einheitlich werden sollte, dann geht das langsam. Übrigens, ihr habt leider überhaupt keine Wahl, denn in Deutschland gilt nach wie vor die Schulpflicht. Ihr müsst also zur Schule gehen, ihr seid also diese Versuchskaninchen in diesem ganzen Reformzeugs und ihr habt überhaupt keine Wahl. Ob ihr also von diesen Reformen, die jetzt gerade eingeführt werden oder zu Beginn eurer Schulzeit eingeführt wurden, wirklich funktionieren und ob ihr davon profitiert, das seht ihr dann, wenn ihr Abschluss macht. Und wenn ihr Pech habt, war es nicht so gut. Bei den meisten Schülern ist es allerdings so, dass Neues eingeführt wird und sie profitieren von dem einen und von dem anderen wieder nicht. Also es ist relativ ausgeglichen. Herzlichen Glückwunsch zum Versuchskaninchenstatus, den die wenigsten von euch wahrscheinlich haben wollen. Aber seht's als, ihr seid die Rebellen, ihr seid die irgendwann in 100 Jahren dann vielleicht mal ein System durchlaufen haben, was ausprobiert wurde und in 100 Jahren profitieren die Schüler dann davon, dass ihr es ausgehalten habt. Ich weiß, das ist nun beim besten Willen überhaupt kein Trost. Aber einen anderen habe ich eigentlich nicht. Ich war auch Schüler im Bildungsreformsystem, aber meine Reformen haben sich in Grenzen gehalten. Also was heißt meine, die ich abbekommen habe? Ich habe nichts reformiert. Ich habe da nur so meine Gedanken zu. Aber das kommt in einem anderen Vlog. So, in dem Sinne, glaube ich, war das jetzt mal ein vergleichsweise kurzer Vlog. Aber macht ja nichts. Muss auch mal sein. Macht's gut und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Ciao.